Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Männerlords. Wir sind wieder hier unterwegs im Juli, Mitte des dritten Jahres und schauen mal, wann hier denn die Ernte losgeht. Wir werden weiter ein bisschen schneller laufen lassen, einfach weil wir letzten Endes darauf hinausarbeiten, dass wir hier endlich die Gebäude, die Wohnhäuser auf Stufe 2 aufwerten können. Dafür brauchen wir noch eine Kirche. Keine Küche, sondern eine Kirche. Und wir brauchen aber auch ein Wirtshaus. Allerdings müssen wir unser Malt House und unsere Brewery müssen wir erstmal besetzen und vor allem in Betrieb nehmen. Das können wir allerdings erst, wenn der Barley geerntet ist. Das dürfte noch ein bisschen dauern. Kleines Stückchen Kaffee. Denn er muss noch ganz reif werden und dann eben auch noch geerntet. Flachs haben wir mehr als genug, möchte ich meinen. Wir haben hier nur noch Wheat. Hier haben wir Cloth. Schauen wir mal. Flax haben wir nichts mehr, okay. Okay. Wie viel Cloth haben wir denn? Und wo vor allem hier? 125 mal Cloth, 63 Leder, 40 Pelz und so weiter und so fort. Wie sieht's denn hier aus? Nee, wird nichts eingelagert. Weiterhin nicht. Denn wie gesagt, da auf dem Marktplatz, der nicht so wirklich aussieht wie ein Marktplatz, ein bisschen verlassen letzten Endes, dort müssen wir dafür sorgen, dass die Bewohner verschiedenes Essen zur Verfügung haben, verschiedene Arten von Stoffen bzw. Leder, dann Entertainment, also Unterhaltung. Das wäre dann eben das Wirtshaus und einmal Faith, der Glaube in die Kirche. Und in dem Fall, mir würde es ja besser gefallen, wenn sie an uns glauben würden und nicht an die Kirche. Naja, das kommt dann später, hoffe ich zumindest. Wobei 52% Zustimmung haben wir. Das ist zumindest mehr als die Hälfte, nicht? Assigned Families 8. Peasant Families 9. Also wir haben 8 von 9 haben wir zugewiesen. Unassigned haben wir eine, logischerweise. Macht ja irgendwie Sinn, ne? So. Dann können wir im Grunde genommen jetzt schon anfangen, hier das Wirtshaus zu bauen. Clothing Stall. Tavern. Hier ist die Tavern. Die ist ja recht groß, ne? Wollen wir die Tavern direkt neben die Kirche bauen? Wie groß ist die Kirche? Ah, ist nur so eine kleine Kirche. Aber die könnten wir vielleicht auch hier hinten so. So Wallfahrtskirche letzten Endes, dass sie so ein Stückchen weiterlaufen müssen. Aber finde ich ganz gut. Ja, ich denke, die Kirche, die setzen wir mal hier hinten hin. Eigentlich hatte ich ja erst vor, sie hier irgendwie so in die Mitte zu setzen. Wäre halt auch schön, ne? So. Ja, dann machen wir das so. Und das Wirtshaus kommt dann, das setzen wir irgendwie hier hin oder so. Ja, das passt ganz gut so ins Dörfchen letzten Endes. Die Kirche lassen wir nicht im Dorf, die setzen wir ein bisschen weiter hier oben hin. So, und dann einmal den Weg von hier. Vielleicht so ein bisschen geschwungen, geht das? Können wir den so geschwungen hier langführen lassen? Oh, das geht sogar. Also nicht, dass es jetzt irgendwie einen Sinn und Zweck hat. Aber vielleicht sieht es ja ganz cool aus. Naja. Eher nicht so. Naja, aber geht schon. Das passt schon. So, dann lassen wir mal die Kirche hier bauen. Und hier, was passiert hier? Hier brennt ein kleines Feuerchen. Aber hier ist noch niemand am Arbeiten. Sehe ich das richtig? Ist ja auch klar, weil wir haben noch immer kein Barley. Barley ist noch immer nicht abgebaut. Jetzt müsste es aber langsam mal losgehen, ne? Wo sind wir? 36 Tage noch? Hier ist auch eine Familie, ist ja auch zugewiesen. Heißt, eigentlich müssten sie langsam mal anfangen hier. Gleiches gilt auch hier. 35 Tage. 34 Tage. Freunde, was ist hier los? Fangt mal an langsam. Gibt's ja wohl nicht. So, ich glaube Windmill, da scheint... Haben wir noch Grain da?
Ja, 456, wir haben noch jede Menge Grain da. Futter, Brot haben wir jede Menge auch. 15 Monate mittlerweile. Ach, guck jetzt. Die nächste Ernte. Schick, schick. Ja. Super. Nächste Ernte, dann haben wir jetzt hier Barley. Da müssen wir mal zusehen, dass das nach Möglichkeit dann auch hierhin gebracht wird. Hier müssen wir dann aber natürlich jemanden arbeiten lassen. Und zwar aktiv. Wo können wir denn mal jemanden abziehen? Vielleicht einfach noch ein weiteres Häuschen. Komm, wir bauen einfach noch ein weiteres Häuschen. Da müssen wir nirgends jemanden abziehen. So, einmal von hier nach hier. Reicht es? Ist es groß genug? Mal gucken. Ja. So. Schön. So, dann würde ich halt tatsächlich sagen, wir bauen hier mal dann so die... Oder? Warte mal, wir können das ja auch hier mitten reinbauen, oder? Wir können doch theoretisch auch die jetzt... Oh, die ist ja noch ganz schön groß. Wir könnten sie irgendwie so platzieren. So. Ja, dann ist sie auch hinterm Marktplatz. Vielleicht ein bisschen weiter rotieren. Ja, so. Und jetzt werden wir einmal hier noch einen Weg entlang führen. Einmal von hier. Hier, dann da, dann nach hier. Und dann würde ich ganz gerne hier einmal drumherum gehen, ne? So. Zack. Storage full. Field. Hier. Alles voll hier, ne? Ja. Dann wird hier natürlich wieder als nächstes das Korn aus den Ähren geprügelt. Und dann wird hoffentlich auch hier vorne... Aha, aha. Wir haben schon Malt hergestellt hier. Ach nee, guck mal. Wie cool. Die steht da oben. Na, kommt auch noch mit dazu. Weißt du ja nicht, ob das jetzt hier alles so richtig ist, aber das sieht ganz gut aus, ehrlich gesagt. Könnte sogar richtig sein. Ach, das ist so schön, diese ganzen Details hier, das ist wirklich so schön. So, hier wird... Ach, guck mal hier. Brewery sieht auch sehr schick aus. Hier müssen wir nur noch mal sehen, dass da jemand natürlich dazukommt, ist ja klar. Wird aber hier demnächst, wenn wir hier diesen... Buildings with highest priority... Das ist halt immer schwierig, ne? Ist die highest priority, die höchste Priorität ist ja eigentlich 1. Aber ich nehme mal stark an, dass wir hier einfach ein bisschen hochsetzen müssen, ne? Auf 3 oder so. Die Kirche wird auch langsam gebaut. Das ist schon schön. Wahnsinn. So, und überall haben wir volle Storages. Liegt aber eben auch daran, dass die gerade wieder alle auf den... Gerade wieder alle auf den... auf dem Feld arbeiten, auf den Feldern. Jetzt wird gleich dann wieder abtransportiert. Nehme ich zumindest an. So, Kirche fast fertig. Da möchte ich natürlich live dabei sein. Denn die Gebäude sind halt immer sehr, sehr hübsch, ne? Ach, guck mal.
Ne. Hör mir auf. Wie gut es einfach aussieht, ne? Sehr, sehr schön. Da auch im Hintergrund das Dörfchen. Gefällt mir schon sehr gut. Warte mal, können wir vielleicht auch... Sie läutet sogar. Die Kirche läutet. Wahnsinnig schick. Wahnsinnig schick. So, hier ist priorisiert, ja, eindeutig. Also, je höher diese Zahl, desto mehr konzentrieren sie sich darauf. Okay, alles klar. So, Futter, 15 Monate. Fuel, 26 Monate. Wird beides auch wieder mehr, das ist gut. Jetzt sind die Felder noch immer nicht ganz abgebaut. Hier lassen wir aber auch andere noch mithelfen. Ich glaube, das macht tatsächlich auch Sinn. Die Felder sind nämlich doch recht viele. Es ist ein riesen Durcheinander hier, ne, was die Felder angeht. Aber es funktioniert ja. Und sieht auch ganz schön aus, finde ich, wenn die so ein bisschen... so ein paar kleinere Felder auch hier hinten angelegt haben. So, einmal schauen. Wheat haben wir noch 79. Grain haben wir noch 446. Settlement Level Increased. Reichenfurt. New Development Point. Ja, wir haben mittlerweile 2 Punkte. Wir können nur leider, können wir nichts vergeben. Content locked in Demo, Work in Progress. Schade. Sehr schade. Aber wie sieht es denn hier aus? Wir haben mittlerweile hier unten Faith. Sehr schön. Entertainment haben wir noch nicht. Wird erst hier vorne gebaut. Die Taverne. Geschwindigkeit lassen wir weiter oben. Wir sind schon wieder im Herbst. Schauen wir mal, ob die hier im Herbst dann auch noch es hinbekommen, wieder zu säen. Wie sieht es denn aus mit... Hier wird Brach liegen lassen. 13% Barley. Soil Fertility. Ich nehme mal stark an, wir haben hier unterschiedliche Regionen, wo es... Region Map. Military Recruitment. Army. Ich nehme stark an, dass wir irgendwie auch verschiedene Böden haben, die letzten Endes gut oder schlecht sind für die verschiedenen... für die verschiedenen Pflanzen. Jetzt ist die Frage, kann ich mir das irgendwo anzeigen lassen? Ich meine, irgendwo mal was gesehen zu haben. Könntest du hier die Map anzeigen lassen? Current... achso, das gilt für das alles? Wie lasse ich mir denn... Wie lasse ich mir denn... ich habe da was gesehen. In einem anderen Video, dass wir uns irgendwo anzeigen lassen können, was wo gut wächst. 10 Families haben wir jetzt, die sind auch alle zugewiesen. Das gilt nur hierfür. Reichenfurt, hier können wir auch nichts machen. M? Nee, M kommen wir nur hier zur... Diplomatiekarte. Eins, zwei, für, bringt auch nichts. Warte mal. Settings. Keybindings. Mal gucken, was hier ist. Settings, Camera Forward, Spacebar, Road, Construction, Army Map, M. Housing Plot H. Q und E vielleicht. Was das auch immer heißt. Cinematics Mode, Steuerung C. Warte mal. Q und E und Steuerung C. Q und E passiert nichts. Steuerung C. Ach, guck mal, ohne Interface. Joa.
Da kann man dann natürlich schönere Screenshots machen, ne? Praktisch. Sogar daran gedacht. So, jetzt ist aber weiterhin die Frage, wie können wir uns die Fruchtbarkeit der Böden anzeigen lassen? Ich bin mir sicher, das können wir irgendwie. Region Map Settings. Add and remove roads. Legacy View is locked. Influence. King's Favor. Annual Royal Tax. Treasury. Wir können da überall nicht draufklicken. Tja, ich guck mal, ob ich das vielleicht zur nächsten Folge herausbekomme. Denn es ist ja ziemlich eindeutig, dass hier die Fruchtbarkeit ganz und gar nicht gut ist. Flex 22, hier haben wir Flex 71. Hier haben wir Emma 75, das passt ganz gut. 39 nur, das ist halt witzig, ne? Die sind direkt nebeneinander. Na gut. Ihr sollt Barley einmal pflanzen. Das könnt ihr aber wohl scheinbar erst im nächsten Frühling. Not enough money for royal taxes? A new message. Was ist das? To the region of Reichenfurt, you are hereby on omission of debt for the lands on which the royal crown has granted stewardship to the honorable Greg. A tax is to be levied upon the land to be paid in precious wealth or labor. Failure to submit payment will find the lands forfeit by the governance under the stewards and returned to the crown. Pay upcoming royal tax. Okay, wir dürfen auch die Steuern zahlen. Die kosten uns 160, nee, 5. Build a tax collector to increase the treasury. A tax collector müssen wir bauen. Hier? Livestock Trading Post, Trading. Manor House, Bailey Wall, Gatehouse, Tax Collector. Minimum Settlement, Medium Village. Das ist ein Problem. Wie soll ich denn da jetzt so schnell hinkommen? Wie soll ich denn da jetzt so schnell hinkommen? Tja. Wir haben 19 mal Ale auf jeden Fall. Also, wir müssen ja jetzt, also wir sollen in 158 Tagen sollen wir Steuern zahlen. Um Steuern zu zahlen, glaube ich zumindest, müssen wir einen Tax Collector bauen. Enables Tax Collection in the region. Vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir es von unserem Reichtum bezahlen. Und hiermit liegen wir dann nur unseren Dorfbewohnern auf der Tasche. Es ist halt rot, ne? Build a tax collector to increase the treasury. Also hier steht ja letzten Endes nur, dass es, dass unsere Treasury größer wird. Treasury. Your personal money can be used for diplomatic purposes or for hiring retinue and mercenaries. Das ist die Regional Wealth. Okay, es gibt zwei unterschiedliche. Das ist einmal die, hier haben wir einmal die, den Reichtum der, des Dorfes an sich. Und hier haben wir unseren persönlichen Reichtum. Ich habe aber keine Ahnung, wie komme ich denn... Wie komme ich denn... an persönlichen Reichtum nur über die Steuern? Wealth can be used for imports or taxed. Also wir können wohl scheinbar doch das auch für die Steuern nutzen?
Aber dann wäre das hier eigentlich nicht rot, ne? Can be used for diplomatic purposes? Na, wir lassen es mal auf uns zukommen, ne? Ich hoffe mal, dass wir jetzt die Steuern dann von diesem Geld hier zahlen können. Denn wir haben ja die 5 Münzen. Schauen wir mal. So, wie sieht's hier aus? Wird hier gebaut? Nicht so richtig, wa? Vielleicht die Priorität einmal hochsetzen? Ich klang gerade auch ein bisschen wie eine Kuh, ne? Setzen wir mal die Prio auf 5. Workforce 1 von 5. Er steht aber dummerweise nur rum. Tja, ich bin mir noch nicht so sicher. Manchmal denke ich, da ist es immer so schwierig, ne? Bei Spielen in der Entwicklung, gerade auch noch bei so einer frühen Demo, da stellt man sich dann doch häufiger mal die Frage, also mir geht es zumindest so, da stelle ich mir dann die Frage, läuft jetzt alles so wie es soll oder fehlt hier was? Zum Beispiel ein Mensch, der sich hier bewegt. Transporting Timber. Das sieht mir sehr nach... er tut nichts aus. Ehrlich gesagt. Können wir ihn denn irgendwie steuern? Ich meine, wir können höchstwahrscheinlich das Ganze hier abbrechen, ne? Demolish Building. Denn er steht tatsächlich nur rum. Hier passiert nichts. Work in progress. Demolish Building. So, er geht jetzt wieder weg. Dann versuchen wir es jetzt hier nochmal. Ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Ich glaube, das war ein Bug. Vielleicht war ich jetzt auch einfach nur ungeduldig. Oh nee, jetzt passt es hier nicht mehr hin. Echt jetzt? Okay, dann müssen wir jetzt nochmal den Weg abreißen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal hier in Manor Lords. Wir kommen weiter voran. Ich bin sehr gespannt, wie es mit den Steuern dann aussieht. Ob wir das irgendwie geschaukelt kriegen. Wir werden es in einer der nächsten Folgen, werden wir es wissen. Danke euch fürs Dabeisein. Vielen Dank für eure Zeit. Tschüssi.